Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, ja, gestern ganz schön lange Folge. Wir werden jetzt mal uns hinlegen und ich habe überlegt, wir machen das gemeinsam mit den Zäunen. Wir werden aber vorher noch Windräder aufstellen. Was wollen wir noch tun? Um 6 Uhr früh aufstehen. So, super. Wir nähern uns langsam den Winter. Das heißt, das Ding hier werden wir noch aufbauen. Zusätzlich erweitern, aufbauen, Sachen, Dinge tun. Aber vorher brauche ich noch ein Windrädchen. So, da haben wir inzwischen 4 drinnen. Super. Hi, Mike. Also, wenn der inzwischen nicht tot ist, weiß ich es auch nicht. So, wir schnappen uns. Hier sind Fragments drinnen. Das sind viele Fragments. Wir packen da vorne wieder ein paar zurück. So. Jawohl. So, dann laufen wir mal davor. Also. Ich hätte es gern umfasst. Ja, umfasst es. So, nein, Konstruktionen, sonstiges, Stacheldraht. Also, wir haben, so ist außen. Hm? So, und jetzt machen wir hier gleich. Moment. So, ich möchte ja als erstes, wenn wir da einen Eingang haben. Moment, wir werden da mal. So, das ist gerade. Ist das gerade? Ja, das ist gerade. So. Passt, weil wenn wir hier einen Eingang haben, Ausgang haben, dann sollten wir hier auch rumlaufen können. Ach komm. So. So, dann muss man natürlich vorauslaufen können, wenn wir hier schon einen Eingang haben. Oder Ausgang. So, und jetzt schauen wir, dass wir hier. Jawohl. So, wo ist. Verkehrt rum. So, weil dann sollten wenigstens die neuen Teile richtig sitzen. Ja, passt. So, ich stelle die einfach nur mal zur Seite. So, gleich weg. Und so, da sind mal die drin. Dann haben wir da die drei und da die drei. So, jetzt nochmal mit dem Zaun. So, das ist der vordere Teil. So, wir wollen einen geraden Zaun. Das ist gerade. Bam. So. So. Und da werden wir dann einen Eingang planen. Aber später. So. Und ich meine noch so und dann wechseln wir nach oben, oder? So, machen wir hier. So, zuerst mal Fleisch, dann der, dann der, dann der. Also noch Wasser? Nein, Wasser ist keins mehr da. Super. So, na dann. Da einfüllen mal. So.
das jetzt richtig? Ja, ist außen. Super. So. Weil dann haben wir das Wohnhäuschen, also das Küchenhäuschen. Vorerst, wenn wir da dann im Winter drin wohnen und Küche haben. Multifunktion. So. Und der Vorteil ist, wir haben es hier gleich richtig gesetzt, die Zäune. So, da haben wir alle drinnen. Das waren mal die Fragments. Die werfen wir da jetzt auch rein. Fragments hier. Okay, wir haben genug Fragments, würde ich mal sagen. Fragments rein. Dass wir da auch zu Eisenbahnen kommen. So, Fragments, Fragments. So, Eisen nehmen wir raus, weil das brauchen wir. Kupfer haben wir keins dabei. Alu. So, das brauchen wir nachher für die Windräder, damit wir schön Öl laufen lassen können. So, Kobalt, wunderbar. Dann haben wir hier noch Blei. Ach komm, den packen wir da rein. So, wir haben Eisen mitzunehmen. Und hier, und dann werden wir noch ein bisschen abkochen. Wasser abkochen. So. Wir fangen da hinten an. Ich bin gespannt, ob ich da noch durchlaufen kann. Schön wär's schon. Schade. Wir haben doch noch Eisenbahn. Wieso will er die nicht? Okay. So, jetzt ist aus mit den Eisenbahnen. Dann holen wir uns neue. Neue Eisenbahn. Neue Eisenbahn. So, da haben wir alle genommen. Dann nehmen wir die hier. Und hier. Ups. Ja, das mit den Eingängen werden wir dann auch natürlich noch ändern. Oh, da sind wir hier schon durch. So. Sehr gut. So, dann kommt er hier. Eins noch drüber. So, und da, das gefällt mir hier nicht, aber das ziehen wir hier hoch. So, das ist auch richtig so mit außen. So, dann schauen wir hier, dass das parallel ist. Ich denke, das ist jetzt doch so, oder? Ja. Da mit der Ecke werden wir uns noch was einfallen lassen, damit das schön wird. Das gefällt mir sowieso nicht, weil ich jetzt gerne leicht überlappt. So. Nur ganz leicht. Ja, ein Stückchen. So, dann haben wir ihn hier. Können wir aber eine Schräge einbauen. Die Frage ist nur, passen wir hier durch? Und wenn ja, passt hier auch ein Wembi durch? Das wollen wir gleich wissen. Kann ich bitte eine Test-Wembi haben? So. Sehr gut, läuft super. Läuft super. Achso, ja, Wasser abkochen. Natürlich, natürlich Wasser abkochen. So.
So, wir holen uns mal das Wasser. Soweit ich mich erinnere, haben wir Wasser abgekocht. Das müssen wir jetzt nur noch holen. Ja, sauberes Wasser. Bäm. Trinken. So, haben wir irgendwo Dosen? Wow. Zwei. Wir werfen die dazu. Super. Nee. So, dann haben wir hier noch den da. So, die Frage ist, kommt hier ein Vampi durch? Wahrscheinlich. Wir wissen es nicht, wir werden es aber erfahren. So. So, dann haben wir hier wieder die Überlappung. Stimmt das noch mit, was ist außen, was ist innen? Ja, das stimmt noch. Super. So, dann gehen wir hier in die Schräge rein. So, haben den hier in der Schräge drinnen. Wir nehmen den raus. So, und setzen jetzt hier. Moment, von hier kommt der. Ich hoffe, das passt so. So, und jetzt die. Jetzt brauchen wir die wieder gerade gesetzt, damit wir in die... Ist das richtig so? Ja. Sind wir hier schon? Nö, wir müssen noch eines noch rüber in der Schräge. So, wahrscheinlich werden wir das Gelände dann nachher noch ein wenig besser umzäunen. Aber für den Moment ist das ganz gut so. So, der kommt da auch noch. Ja, ich weiß, wir zerstören jetzt gerade unseren Kampfkäfig. Ist aber so. Welcher Teil ist das jetzt? Der da. Hier. Schräge da rein. So, und hier hätten wir jetzt einen Ausgang. Da können wir einerseits hier durchlaufen. Und andererseits hier durchlaufen. Ich hoffe, die Wembys können das nicht. Aber wir werden sehen. So, dann brauchen wir hier eine Markierung. Damit wir auch wissen, wo der Ein- und Ausgang ist. So, mit Feuerchen. Und wir brauchen hier eine Markierung. So, mit Feuerchen. So, und das müssen wir sowieso umbauen hier. So, im Moment haben wir hier... Naja, da bin ich nicht ganz so zufrieden. So, diese Schräge ziehen wir da weiter vor. Hätte ich da dann verbunden gerne. Aber was hält uns auf? Nichts, eigentlich nichts. Nö. Schon in die richtige Richtung drehen. Ist das hier richtig? Ich denke ja. So, einer noch hoch oder gehen wir schon gerade rüber? Einer noch hoch könnte man noch machen. Könnte man noch machen. Dann hätten wir den. Jetzt ist gerade, jawohl. So, und wenn wir hier... Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Ja, wir werden testen. Einfach mal testen. Ah, okay. Bin so froh, dass kein Wembi vorbeikommt und uns dabei beobachtet. Das ist aber vielleicht zu weit. Das ist vielleicht zu weit. So, wir machen mal den hier.
Ja, wir passen noch durch. Das ist gut. So, ich nehme mal den damit. So, das geht nicht mehr. Das ist gut. So, den drehen wir da raus. Ja, komm mal bitte. Wir wollten doch was testen. Habe ich mich bedacht. So, jetzt haben wir nicht gesehen, ob sie da durchkommt. Ich glaube aber, da kommt sie nicht durch. So, dann holen wir uns von hier noch. Und da noch. So, hier ist ein Ausgang. Das ist gut. Wir nehmen uns den. Den. So. Wir brauchen hier. Ist das jetzt gerade? Ja, ich glaube, das ist gerade ausgerichtet an dem hier. Oh, wild ist herumgelaufen. So, und wir haben unsere Kampfarena jetzt geopfert für einen ordentlichen Zaun. So, den können wir auch mitnehmen, weil hier ist ein Ausgang. Super, den können wir mitnehmen. Und den markieren wir die andere Seite hier. Nämlich da. So, Ausgang. Sind wir da überall noch in der richtigen? Ja, Zäune stehen richtig. Yeah. Ist wichtig. Zäune stehen richtig. So, dann haben wir hier wieder gerade ausrichten. Yeah. Da muss ich schon ganz schön weit laufen hier. Da hinten sind auch noch... Okay, wir haben hier fast alles. Ja, da ist alles weg. Geht sich alles gut aus. Noch vor dem Winter werden wir fertig sein. Fertig. So. Eine noch da dran setzen. So. Und jetzt schauen wir mal. Okay, da können wir schon eine noch dazu. Würde ich sagen, eine noch länger. Dann einen Eingang und dann rüberziehen. So. Oh, das ist schon weit, wie wir jetzt laufen müssen. Echt weit. Ich stelle mal da her. Und den letzten Zaun von hier auch. So. So, also eine noch weiterziehen und dann den Eingang planen. Würde ich sagen, gleich hier in der Ecke. So, da haben wir alle Zäune mit. Den brauchen wir für die Ecke. Ich stelle mal da her. Ja, Zauntag muss sein. Montag ist Zauntag. So. Aber wir sind es gleich. So, wir brauchen jetzt einen gerade ausgerichteten, damit wir uns an den anpassen können. So, so ist gerade hier. Da ist natürlich die Frage, was passt das tatsächlich? Ich bin ganz fasziniert hier. Nö. Nö. Noch ein bisschen aufmachen. Ja, jetzt geht's. Die Frage ist nur, geht's auch für die Wambis? So. Ja, hier. Wir holen uns wieder Zaunteile.
Ist es richtig gesetzt? Ja, ist es, ist es. So, da hätte ich gesagt. Eine Schräge bauen wir da ein. So, dann brauchen wir hier noch einen Kürbis. Haben wir noch einen? Nö. Uha. Wieso? So. Also wenn sie weiterhin durchschlagen oder so, dann ist das so. Trotzdem hilfreich, wir haben das Zaungelände erweitert und somit den Platz für unsere Base geschaffen. So. Und das ist wichtig und gut. So, da können wir raus. Hier werden wir dann noch einen Kürbiskopf platzieren. Platzierbar. Möbel. Hier, Kürbis. Drehen wir dann gleich richtig. Yeah. So. Verkehrt rum. Super. So. Ist gerade yeah. So, dann machen wir den hier. So, ich möchte auch gerne von da hinten rüberbringen. So, und da werden wir dann wieder irgendwo eine machen. Sag mal, ist das jetzt parallel zum Häuschen? Nö. Er schräg. Verdammt, verdammt. So. Machen wir den da mal. Da. Wir nehmen den da. So, viel besser. Viel, viel besser. So, jetzt ist es nämlich parallel zur Hauswand. Und wir kriegen da nicht so eine komische Schräge rein. Wir machen mal vorne zu. Beziehungsweise da vorne brauchen wir ja noch einen Eingang, Ausgang, wie auch immer. Einen Gang. So. Den nehmen wir auch mit. Aber vorher noch zumachen. Hier haben wir dann gleich. Den Wagen stellen wir mal da her. Wir brauchen Wasser. Dankeschön. So. Und da drehen wir sozusagen hier zu. Wie weit wir hier gehen müssen. Das sieht schon ganz gut aus. Wir machen einmal in die Richtung. Da wieder eng. Ich glaube, da kann aber jeder durch, also nicht nur Wambis. So. Das ist eng. Ja, ein wenig Fitzelarbeit, aber wir wollen ja Ruhe und Frieden haben, wenn die anreisen und abreisen. So. Und dann eher hier. So, weil hier müssen wir ja auch durch.
vielleicht noch eines weiter drehen. Das sieht gut aus. Weiß ich nicht, ob das für den das reicht. So, platzierbar, Möbel. Einmal er hier. Damit wir wissen, hier ist ein Eingang. Platzierbar, Möbel. Einmal er hier. So, und da vorne hätten wir sowieso noch einen stehen. Den tragen wir auch vor. So. Bin zufrieden, vorerst mal. So, die inneren Zaunteile, die wir nicht brauchen, würde ich sagen, stellen wir mal zu einem Lager zusammen. Ich würde sagen, hier machen wir das Zaunlager. So, da passt alles. Dann haben wir noch die zwei Teile. Ja, das müssen wir dann schauen, wo wir die noch einsetzen. Vielleicht als Umrandung sozusagen für die Brücke. Da stehen ja auch noch Zaunteile herum. Genau, und hier hätten wir auch noch. Den brauchen wir auch nicht. So, die stellen wir da zusammen. Da fühlen sie sich auch wohl. Da hätten wir noch 1, 2, 3, 4, 5. Das ist gut. Wir haben hier einen Ausgang. Wir haben da einen Ausgang. Das ist auch sehr gut. So, dann würde ich mal sagen, passt so. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, da brauchen wir noch Kürbis. Dort vorne sind auch noch Körben. Ein Kürbis, viele Körben. So. Oh. Zauntag, meine Lieben. Es tut mir leid, aber das musste sein. So, wir brauchen, was brauchen wir? Oh, wir brauchen Schatten. Stellen wir uns mal da in den Schatten. Wir brauchen das hier. Wir brauchen das hier. So, wir legen mal ab das ganze Eisen. So, sehr gut. Dann haben wir noch... Da ist alles drinnen. Ja. Fragments hier. Wo ist denn unser Wagen mit den Kisten? Den bräuchte man natürlich auch. Ist der voll? Nö. Super. So, und dann haben wir noch Plastik und Helm. Plastik packen wir gleich mal hier rein. Also eher da. So, Helm nach unten. Bam. Und jetzt nehmen wir... Okay, da ist der Bär drauf, aber das stört eigentlich gar nicht. So, wir schauen mal, wie wir da oben mit den Windrädern stehen. Dann haben wir heute Zauntag und ein paar Windräder erledigt. Ja, komm jetzt. So. Wir brauchen. Oh, muss ich mal aufschreiben. So. 12 Eisen. Nein, Moment. 20 Eisen. Wir brauchen 50 Alu. Wir brauchen 25 Blei und 20 Kobalt. So, weil dann können wir nämlich 5 hier wieder weiter gestalten und das werden wir gleich machen. So, the Frosch. Wir stellen uns mal in den Schatten. Wir holen mal den Wagen mit dem Bären. So, wir brauchen 25 Blei, die werden wir natürlich nicht haben, glaube ich mal. So, da haben wir ein paar Blei. So, wir haben nicht mal 20 Blei, verdammt. Haben wir da noch zum Einschmelzen irgendwo Blei in einer Kiste? Nö, da hinten auch nichts. Ah, oh, das ist ja fies. Okay, wir nehmen das Eisen raus, wir nehmen das raus. Dann haben wir hier noch Alu. Yeah. Och, wie schade. Okay, so. Ja, es hilft nichts, dann haben wir halt nicht 20. Dann haben wir nur 16. So, wir reduzieren mal.
So, 16. Oh, das ist fies. Okay, Moment. Na. So. 15 Blei. Dann haben wir 12 Kobalt, 12 Eisen und 30 Alu. Ja. Dann machen wir das halt so. Bin ich überladen? Nö. Wo ist er? Wo lauft ihr hin? Ich bin so gespannt. Okay. Oh! Verdammt, er schlägt doch durch. Wohin? Wohin mit dir? Früher hast du nicht durchgeschlagen. Aber vielleicht sollte ich mir... das Thema Rüstung ansehen. Was wir aber wissen, und das finde ich ausgezeichnet, was wir wissen, er schlägt durch. Immerhin, wir wissen es. Wir haben nichts falsch gemacht. Nein, er schlägt einfach durch. Er, der Wilde. So, wenn wir gerade einen Kürbis erwachsen sehen, bringe ich den vor. Nee. So, Kürbis ist drin, das ist mal gut. Wo waren wir gerade? So. Also, wir hatten 15 von denen. Dann haben wir 12 Eisen. Nehmen wir noch eine weg. So, 12 Eisen, das sind 12 Eisen. So, super. Dann brauchen wir Kobalt. Wir brauchen 12 Kobalt. Hier. So, die packe ich da hinten rein. Jawohl. So, wir haben Eisen, wir haben Kobalt, wir haben Blei. Wir brauchen noch Alu, nämlich 30 Stück. So, Alu. Ich packe die mal da rein. So. 10. 20. Zwei Kobalt, wenn wir richtig gerechnet haben, fehlen uns noch. Zwei Kobalt, zwei Alu. So. Da fehlt tatsächlich noch ein Eisenbahn. So. Und zwei Alu passt. Leer, leer, leer. Ab mit Bär. Oh, zwei Alubahn. Okay, das ist jetzt nicht der Riesenburner. Zwei Alubahn, 1, 2, das sind genau die zwei, die wir vorbereitet gehabt haben. So. Super, dann haben wir heute den Zaun neu gezogen. Das war wichtig. So. Gleich mal hier essen. Runterlegen. So, Zaun neu gezogen. Eines würde ich heute gerne trotzdem noch machen. Nämlich den Zaun auch reparieren an allen Stellen. So, wir haben Verbesserungswerkzeug, das brauchen wir nicht. Wir brauchen genau den hier. Wir brauchen einiges an Fragments. Moment, wir schauen noch gleich, wie es ist mit dem Strom. 140 Ölsäuger läuft. So, wenn wir das jetzt
Moment. Wir drehen den hier mal auf. Ja? Ölsauger läuft. 40 verfügbar. Wir können einen Zementmischer aufdrehen. So, Fragments in die Pfote. Was Großartiges. Also, wir können den Ölsauger und die Steinmühle laufen lassen. Wir brauchen noch zwei Windräder. Das werden wir auch noch angehen. So, dann fangen wir hier mal an. Okay. Ja, wir müssen Mike wecken. Ich weiß. Wenn Mike noch nicht tot ist. Wir stehen da zwei übereinander. Stört auch nicht, oder? So. Oh, der war ja schon fast komplett hinüber. So, schadet nicht, wenn wir einmal durchgehen und reparieren. Den Damage, den die anrichten, der ist nicht so groß. Mir ist nochmal wichtig, dass wir alle einmal durchrepariert haben. So. Hier bin ich. So. Ach so, ja, das sind die neuen. Da wäre was. Okay. Der ist auch noch gut. Dann haben wir den, da haben sie ja einmal dagegen geklopft. Da sieht man, also so gewaltig ist der Damage jetzt nicht, den unsere Zäune erleiden. Aber auf Dauer wird das ganz schön viel zu reparieren sein. Da wird uns Mike eine große Hilfe sein, sofern er noch lebt. Immerhin, er hat ja ein Dach bekommen von uns. Ja, das Blut läuft ihm im Kopf zusammen, aber er hat ein Dach über dem Kopf. So. Gleich sind wir wirklich, na, durch. So, das war's, meine Lieben. Sehr schön. So, wir brauchen Blei, damit wir weiterkommen bei den Windrädern, zwei Windräder mehr, dann können wir auch beide Dünger hier bedienen. So, weil wir haben 40 über und eine Mischmaschine braucht auch 40. Das heißt, alles läuft, dann kann unser Ölsauger weiter produzieren. Er kann produzieren, der kann produzieren, alle können produzieren. Das ist einfach großartig. So, die werfen da auch rein. So, die restlichen. Ach so, ich habe jetzt viele Fragments mitgenommen. Egal. So, was kommt da rein? So, den werfen wir wieder da ab. Der kommt wieder ins Inventar. Bettchen wird dann wieder überdacht. Das ist gut. Das hier wird unser Wohnhaus. Großartig. Schön langsam. Es nimmt Gestalt an. So, da werfen wir das mal ein. Auch wenn keine Kohle drinnen ist. Das spielt keine Rolle. Wir legen mal vor. Und ich lege nach. So, dann nehmen wir das hier mit. Da haben wir mal die. Jetzt hätte ich fast das Feuerzeug ins Feuer geworfen. Auch negativ. So. Yeah. So, das heißt, für ein weiteres Windrad, platzierbar, sonstiges Nöster darum, brauchen wir 5 Blei, das heißt, wir suchen 10 Blei, dann haben wir ausreichend Blei gefunden für noch 2 Windräder, damit wir alles, was wir da an Strombedarf haben, weiterhin einsetzen und verwenden können. Der Hammer! So, da kommt das. Habe ich jetzt... Moment.
Jetzt habe ich zu viel reingegeben, oder? Egal. So, das packen wir weg. Das kommt rein. Workbench, Workbench. Wo ist denn unser Workbench? Ganz normale Workbench. Workbench? Hier. Oh. So, dann haben wir mal da, 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 da. Und Bundle, yeah. Und Bundle und Einzel, yeah. So, dann haben wir hier nachgefüllt. Wir füllen auch noch, wenn wir da 5 reingeben, ja. Wir haben 10 über, 5 rein. Eine wirft er zurück, funktioniert, funktioniert. So, Strom an, Strom an. Dann hier auch noch, alle rein, Strom an, dann hier noch, alle rein, Strom an, wir haben noch immer 3 über, yeah. Dann schauen wir noch in die anderen Kisten, oh ja, da ist ja auch noch genug drin. So, das nehmen wir auch alles raus, alles was verdorben ist. Da, 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 da. Da ist ja auch noch genug Verdorbenes. So, dann können wir die Samen da reinlegen. Und holen uns hier noch das Verdorbene. So, Bundle-Gegenstände. Da bleiben uns 2 über. 2 Verdorbene dann. Wenn wir hier das Bundle gemacht haben. Macht aber nichts. Die legen wir einfach wieder zurück in die Kiste. Ups. Bam. So. Zurück in die Kiste. Yeah. Na. Da haben wir das. Da haben wir das. Und da haben wir das und das. So, dafür gibt es auch gleich Wasser. Super. Oh, schön. Schön. So, das heißt, wir kümmern uns um die 2 Windräder morgen Dienstag 10.15 Uhr. Ja, und ich würde mal sagen, wir haben alles mit dem Zaun erledigt, weil ich auch noch gerne gemacht hätte. Ich würde das gerne da herstellen. Ich weiß, das ist jetzt Herumschlepperei, aber dann steht es außerhalb und uns nicht im Weg, wenn wir weiterbauen. So, ist ja gleich weg. Ist ja gleich weg. Und eher noch. Ja. So. So, und die stehen wir schön nebeneinander, dass wir hier so eine Art Zaunlager haben, damit wir schön weit, 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 weit laufen müssen, wenn wir wieder Zäune brauchen. Oder wir bauen uns hier noch so eine Kampfarena. Das geht ja auch. So. Super. Dann stehen sie uns nämlich hier drinnen nicht im Wege rum. So, passt alles da. Haben wir den Wagen. Den werden wir dann schon vorbereiten, wenn wir in die Kupferhöhle gehen. Ich habe gerade überlegt, ob wir da wirklich den Wagen mitbrauchen, aber ich denke schon. Würde ich aber sagen, wir füllen ihn gleich an, weil wir dann ja auch gleich Kupferextraktor aufbauen werden. So, wir gehen natürlich in die Kupferhöhle. Wir brauchen platzierbar Sonstiges. Ihn hier brauchen wir. 18 Eisenbahn, 8 Bretter, 8 Nägel. Nägel haben wir dabei, 18 Eisenbahn. Okay, okay, okay. So, das sind 17. Und das sind 18. So, dann brauchen wir 8 weiter. Ich hoffe, die stehen da. Mhm. So, dann machen wir diesen hier. Und so, dann brauchen wir nämlich nicht mal. Dann brauchen wir nämlich nicht mal den Wagen mit. Die wussten das jetzt. Hallo, hier. Feder.
Typ du. So, na dann. Bam. So gehört's. So, wie spät haben wir es? 9 am Abend. Geht sich genau wunderbar aus für eine 10. Ich weiß, wir haben schon wieder Überlänge. Wir kürzen dann die Folgen wieder. Keine Angst, machen wir. So, aber ich hätte echt gerne 10 Blei noch. Den geht in der Folge. So, wir haben ja alles dabei. Wir haben Essen dabei. Wir haben eine Spitzhacke dabei. Wir haben gute Laune mit 10 Blei. Das ist echt nicht so viel. Also das kriegen wir hin. Ich freue mich, dass wir die Steinmühle benutzen können und gleichzeitig den Ölsauger. Das finde ich schon gut. Super ist das. So, alle 5 rein. Dann bauen wir daneben. Platzierbar, sonstiges hier. Mineral Extractor. Jawohl. So, da kommen 5 rein. Strom an. So, hier. Machen wir das Strom an. Wir warten noch. Wir warten noch, weil das Wichtige jetzt sind 5 bzw. 10 Blei. So, und die bin ich durchaus bereit, dass wir uns die jetzt noch holen. Ach komm. Ja genau, auf den habe ich ja gewartet. Was für ein schöner Schuss. So, 2 haben wir schon. Vier haben wir schon. Ah, 6 Stück. Und 10 Stück. Yeah, ich hoffe, ich vergesse bis morgen nicht. So, holen wir uns noch welche. Ja, ich würde sagen, Kohle wäre da. Brauche ich im Moment nicht. Kohle, Kohle, viel Kohle. So, dann haben wir 2 Stück mehr, als wir brauchen. Das ist mal, ihr wisst, es ist mal lieber, wir haben mehr als zu wenig. So, und dann nehmen wir aus dem Extraktor hier noch mit. Ich würde gerne Steine mitnehmen. So, weil dann füllt er sich mit. Ist drum an. Yeah. So, der läuft. Der läuft. Mal noch Platz? Ja, einen können wir noch mitnehmen. So. Sorry. Oh. 5 Waschbären. Verdammt. Das war sinnloserweise den Frosch getötet. So, wir haben noch 10 mit. Meine Lieben. 10 Blei. Yeah. Dann können wir die 2 Windräder noch bauen, die wir brauchen. Ja, dann würde ich mal sagen, können wir rechtzeitig noch vor dem Winter unser Häuschen bauen? Super. Ja, da freue ich mich. Viel weiter gegangen. Ja, jetzt kann man sagen, ja was, du hast Zaun gesetzt. Ja, auch wichtig. So. Da ist nichts drin, nichts drin. Sehr schön. Wir laufen raus. Rauf. Nicht raus. So, der ist voll, passt. Da kommt dann rein hier. Das Blei zum Einschmelzen. Nächste Folge. Da haben wir auch ein bisschen was drinnen. Dann würde ich sagen, wir räumen gleich weg. Die Steinchen in die Steinmühle. So. Da haben wir den. Leim haben wir hier. Läufst du? Er läuft und läuft und läuft. Da haben wir Fragments, die bringen wir auch rüber. Ja, meine Lieben, es läuft wunderbar, großartig. So, da packen wir die Fragments ein, damit wir dann schön einschmelzen können. Hier haben wir auch noch ein paar Fragments. Die 2 Kisten stapeln wir dann aufeinander, beziehungsweise hier schöner zusammen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. So, wir haben Windräder, Strom ausreichend, endlich in ausreichender Menge da. Ja, dann würde ich mal sagen,
Vielen Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder morgen 10:15 Uhr. Bis dann. Tschüss.